Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Geht gleich weiter. Gestern das letzte Video beendet. Heute machen wir gleich weiter. Bin jetzt hier in der Scheune. Hier steht das alte Frontmähwerk KM327FS. Das habe ich verkauft. Das soll eigentlich jetzt am Wochenende abgeholt werden. Das muss aber jetzt erstmal raus, weil die Spritze muss hier rein. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Dann kommt das Mähwerk wieder davor. Dann machen wir oben in der Halle die, hängen wir die Kreissäge an mit der Sämaschine und fahren die vor, dass wir die anhängen können. Und dann, ja, haben wir nachher alles so wie sein muss, dass wenn es nachher abgetrocknet ist, dass wir anfangen können mit Gerstensägen. Aber manchmal muss man halt erst ein bisschen räumen. Und das machen wir jetzt mal. Jetzt steht das Frontmähwerk auch mal in der Sonne. Hier steht in die Holland mit der Spritze. Den fahre ich jetzt rüber. Häng die Spritze in die Scheune ab, vom Mähwerk davor, fertig. Spritze ist ab, steht jetzt hier in die Scheune. Jetzt hole ich das Mähwerk wieder, fahre es davor. Das war die ganze Gaudi. Will ich einmal hin und her fahren. Erst alles dran. Jetzt machen wir alles wieder ab. So, ich habe mir jetzt mal gedacht, ich mache jeden Tag mal die Kamera so ein bisschen an. Und ja, wie gesagt, jetzt hier im LKW. Wie soll es anders sein? Ich fahre wieder Hackschnitzel. Aber dieses Mal nicht in Frankfurt, sondern hier bei uns direkt um die Ecke. Das ist jetzt für heute die dritte Tour. Und ja, schauen wir mal. Ich nehme auf jeden Fall jetzt mal hier eine kleine Abkürzung, weil hier vorne ist jetzt gesperrt, hier ist Baustelle und was nicht all. Müssen wir jetzt hier rum. Ja, das ist immer gut. Eine links, eine rechts.
kommen wir hier nämlich wieder auf die Landstraße, wo wir normalerweise durchs Dorf gemusst hätten, was aber schon, ach, ich weiß nicht, anderthalb Jahre, glaube ich, gesperrt ist, weil die Straße gemacht wird. Und dann muss halt so gehen. Sind wir gleich schon da. Hier vorne steht jetzt noch der andere Zug. Und im Hintergrund sieht man den Fellkran. Der kann die Bäume direkt von oben runter abhetzen, immer 3-4 Meter, je nachdem wie viel Material drauf ist. Und dann legt er die schön gemütlich nebenab, so dass der Hagger die auch gut packen kann. Ich weiß nicht, ob man das jetzt von hier so gut erkennen kann. Also die Landstraße ist schon recht schmal. Dann der Kurve mit der Leitplanke hier, es ist schon, ja, ist lustig auf jeden Fall. Vorne ist jetzt der Fellkran im Einsatz. Mal kurzes Update, heute zum Hackschnitzel fahren. Wir haben jetzt 18 Uhr. Die dritte Tour habe ich jetzt gekippt. Also wir sind mit zwei Containerzügen gefahren. Ich habe drei Touren gefahren, der andere Zug hat zwei gefahren und das war jetzt das Häufchen, was wir hier heute so abgeladen haben. Bis hierhin. Anhänger mache ich wieder dran, dann ist Feierabend, weil morgen früh muss ich los, da kriege ich zwei Container Schrott geladen, die fahre ich dann zu einer anderen Metall-Dingsbums-Schrottfirma und dann ist der Tag auch ziemlich rum. Ja, so war das bis jetzt. Gestern habe ich ja Schrott gefahren. Das war eine Tour von 7 Stunden ungefähr. Ich habe auch immer schön gefilmt, wenn es was Wichtiges gab. Gestern Abend habe ich mir dann gedacht, na gut, guckst mal, was drauf ist auf der Kamera und machst dann die Karte leer. So, dann hat er jedes Mal, wenn ich angedrückt habe, die erste Sekunde aufgenommen und ansonsten nix. One out. Also, haben wir davon kein Bildmaterial, ist aber nicht weiter schlimm. Gestern Abend habe ich noch das Gerstesaatgut geholt. Das haben wir hier. 500 Kilo Big Pack, der ist sogar hier noch mit Plombe. Also original. Auf dem Kipper haben wir Dünger. Da habe ich den Vater am Dienstag oder am Mittwoch losgeschickt. Das ging dann ganz spontan. Hatte ich ihn angerufen, auch von unterwegs, habe gesagt, fahr mal los, hol Dünger, weil ich habe ja momentan, weiß man ja nicht, was das kostet. Das gibt ja nur noch Tagespreise bei uns hier. Ich habe zwar die Menge, habe ich sicher, die ich bestellt habe, aber der Preis ist halt immer tagespreisabhängig. Und ja, denke mal, Situation ist bekannt, es wird alles teurer, so ist das hier auch. Und hat der Vater dann geholt. Steht hier, wenn die Gerste gesät ist. Und dann
Ja, streue mir den und dann ist das auch erledigt. Den erkenne ich ab, dann hängen wir es am Frontlader und laden es auf den Anhänger. Ich bin jetzt hier bei den Bunnies. Die sind hier. Wo ist der andere? Der andere sitzt da vorne irgendwo, da rechts. Ja, den habe ich auch gerade sauber gemacht. Ein neues Stroh rein. Heu. Kriegen hier noch ein bisschen Maiskolben und alle so gute Sachen. Tiger Wolf ist auch dabei. Gille, machen wir hier den Gang hier vorne noch ein bisschen sauber und dann mache ich vorne die Pferdeboxen, lade ich den Mist, Kippe habe ich schon geholt, dann machen wir heute mal Ordnung hier. Achtung, Mietz, geh weg. So, das war's. Ich mach das immer nur grob raus, dass unten drin noch ein bisschen Matratze bleibt, dass die dann nachher beim Aufstehen nicht ausrutschen. Sieht dann so aus. Das trockene Stroh aus der Ecke werfe ich in die Mitte, unten rein. Frisch ist drauf, fertig. Ja, hier steht die Kippe. Das kehre ich weg. So mache ich das mit den anderen zwei Boxen in der Scheune auch noch. Mal sehen, vielleicht habe ich ja Glück und es passt alles auf einen Kipper. Ansonsten muss ich halt vorher noch mal abladen. So, es ging alles drauf. Kipper ist richtig voll, alle drei Boxen sind drauf. Und dann laden wir die jetzt mal ab. Ja, das hat ja mal prima funktioniert mit dem oben drauf kippen. Brauche ich nicht beischieben. Da haben wir noch eine kleine OKF. Das ist aktuell der Weizen. Den habe ich vor, müssten heute genau 14 Tage sein, gestreut. So sieht das aus. Ich denke, wenn es jetzt die nächsten Tage wärmer wird, dann kommt der auch zu sich und fängt an und wächst. Pflanzenschutz hatte ich im Herbst schon gemacht, also der ist sauber, steht bis jetzt nur Weizen, muss man halt ein bisschen im Auge behalten, wie es aussieht dann. Ich bleibe jetzt lieber mal hier auf dem Schlepper sitzen, draußen ist nämlich windig, wie verrückt. Hier sind wir bei der Fläche mit dem Ententeich, also der ist immer noch da. Hier oben raus, sieht gut aus. Und
Oh, mal das Dach ab. Also wir hatten jetzt hier die Woche insgesamt 16 mm Niederschlag. Das ist jetzt soweit oben drauf wieder abgetrocknet. Morgen ist Sonntag. Den warte ich noch ab und dann nächste Woche, denke ich, dann geht's los mit der Gerstesäerei. Das kann ruhig oben noch ein bisschen abziehen. Das schadet nicht. Die ganze nächste Woche ist schönes Wetter gemeldet. Und man muss da ja nicht mit Gewalt irgendwo im Nassen rumwühlen. Wenn ihr sehen wollt, wie das hier weitergeht, müsst ihr das nächste Mal wieder einschalten. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Und morgen, wie gesagt, ist Sonntag. Morgen wird das Frontmähwerk abgeholt. Das habt ihr aber jetzt wahrscheinlich dann schon gesehen. Und ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.